Hallo, meine lieben Diablo-Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr habt es ja im Titel schon gesehen, ich werde versuchen, alle Truhen hier in Ibenfahrts Heiligtum zu öffnen. Ich zeige euch mal kurz meine Anzahl von Schlüssel. Und zwar muss ich hier hingehen, dann hier. Also ich habe hier 3 mal 99, das sind 297 plus 60 sind 357 plus 16 sind 373 und 4 Schlüssel kriege ich ja jetzt. Und das müssten dann 377 Schlüssel ergeben, die ich meiner Meinung nach brauche, um alle Truhen zu öffnen. So, ihr seht hier, ich habe hier noch relativ viele Sachen, die relativ niedrig sind. Also 70er Werte, die ich hier einsetzen kann. Sogar hier nur 50er. Also ich kann hier meine, was ist der höchste Rang, den ich habe? Ich glaube Rang 5, ne? Ja. Rang 5 habe ich 3 oder 4 Mal. Ja. Und ihr seht hier die Anzahl der Schlüssel. Ich hoffe, nicht Schlüssel, sondern Kristalle, die man hier zum Aufwerten einsetzen kann. Und wir gucken uns auch nochmal meinen Wert an, meinen Kampfwert. Der müsste auf jeden Fall danach über 2000 gehen. Wir haben hier 1996 Kampfwertung. Und die müsste, nachdem wir dann hier die Edelsteine aufgewertet haben, oder ich weiß gar nicht, wie die heißen. Sind das Edelsteine? Ja, egal. So, wir werden jetzt hier mal das Ibenfahrts Heiligtum durchspielen und dann werden wir gucken, ob die 377 Schlüssel ausreichend werden. Ich habe es, wie gesagt, genau ausgerechnet. Ich habe da tatsächlich noch ein paar Reserveschlüssel in den Truhen. So, da haben wir den ersten Schlüssel. Ist hier noch was hingeflogen? Nee, ne? Den zweiten Schlüssel. Dritter Schlüssel. Gehen wir mal hier hoch. Vierter Schlüssel. So, im Grunde genommen kann jetzt kein Schlüssel mehr fallen. Es fallen hier immer 4 Schlüssel. Aber wie gesagt, wie ich das ausgerechnet hatte, müssten es jetzt exakt 377 Schlüssel sein. Ich glaube, ich habe noch 10 oder 11 Stück in Reserve. Ich bin gespannt. Ja, tatsächlich kann man ja trotzdem noch ein paar Monster töten. Man kriegt ja immerhin ein bisschen Erfahrungspunkte, ein paar Belohnungen und auch ein paar Ressourcen, also in Form von Waffen. Gut, ich weiß nicht, ob ich hier schon jemals irgendwas Vernünftiges bekommen habe. Vielleicht ganz am Anfang. Aber jetzt brauche ich aktuell natürlich nur noch ich habe das übrigens so gemacht. Ich habe die Schlüssel gespart zwar, aber ich habe also natürlich die Gratistruhe habe ich immer geöffnet. Das ist ja klar. Das wäre ja Schwachsinn, wenn man es nicht machen würde. Und dann habe ich auch noch die Truhe für einen Schlüssel geöffnet. Übrigens, gerade haben wir es gesehen, 377. So, und für zwei habe ich sie eigentlich auch noch geöffnet. Da fand ich das Verhältnis immer noch gut. So, jetzt kommt die Truhe mit 4, die habe ich nicht mehr geöffnet. Zum Schluss habe ich auch nicht mehr die mit 2 geöffnet, nur noch mit Gratis und 1, um die Schlüssel zu sparen. So, jetzt die Truhe mit 8. Jetzt hat sich hier eine neue Tür geöffnet. Da muss ich dann auch noch mal. Am Anfang habe ich die natürlich auch noch
gemacht. Also ich sag mal, ich wusste das ja am Anfang noch nicht, dass man die Schlüssel sparen sollte, um auf eine vernünftige Zahl an Truhenöffnungen zu kommen. Also die 10er-Truhe habe ich tatsächlich auch schon mal geöffnet und wir sehen hier teilweise schon 9 Stück. So, jetzt die 12er-Truhe, hier 11er, da sind schon 11er drin und 10er. Die 14er-Truhe, 13 und 11. Die nächste Truhe, 15er. So, dann haben wir die 18er-Truhe. Es werden immer zwei mehr. Hier sind schon 17 drin. Also ihr seht, es lohnt sich auf jeden Fall. Was haben wir hier? Hier haben wir den Ausgang. Und hier haben wir die nächste Kammer. Hier in der Kammer war ich zwar schon mal drin, aber ich glaube, ich habe hier keine Truhen geöffnet. Tatsächlich. So, mal gucken. 20. Hier sind schon 18er drin. 22. 20er. Und ein 19er. Achtundzwanzig. Jetzt hat sich wieder ein neuer Raum geöffnet. Und hier in diesem Raum war ich definitiv noch nie, der sich jetzt geöffnet hat. Hier muss ich wahrscheinlich wieder kämpfen. Wow, die Gegner werden natürlich auch immer stärker in den hinteren Bereichen. Aber ich glaube, das sollte trotzdem kein Problem sein, die zu töten. Ah, hier sehen wir schon. Hier gibt es auch ganz. Oh, ui, 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 ui. Ja, ein bisschen aufpassen sollte man trotzdem. So. Ja, hier haben wir sogar ein paar seltene Gegenstände gefunden. Und die nächsten, die 30er-Truhe. 27er sind da drin. Die 32er-Truhe. 29er. Wow. Es werden ja immer mehr. 31er. Krass. So. 36. Und 40. Und jetzt kommt noch mal die versteckte Truhe, die Extra-Truhe. Mal gucken, was da noch Schönes drin ist. Sind das nur einer? Ja, das kann sein, dass das tatsächlich nur einer sind, ne? So, alle Truhen geöffnet. Es war exakt richtig, 277. Wir können noch mal hier reinschauen. Alle meine Schlüssel sind weg. Und hier habe ich noch 9 Schlüssel drin in den gesegneten Truhen. Ja, dann gucken wir mal, wie viel wir uns hochbringen können. So, schauen wir mal. Wow, 800, 500, 700. Ja, wir fangen erstmal an und machen das Niedrigste. Das war hier, glaube ich, Level 3. Was macht das überhaupt? Mehr Rüstung. So, dann haben wir hier Rang 4 erreicht. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir mehr Schaden. Okay. Wir machen erst nochmal auf Level 5. So, dann machen wir mal hier mehr Schaden. Auf Level 6. Ist das erste, was ich auf Level 6 habe. Ich bin mir nicht. Ah, doch, ich mache hier weiter mit Schaden. Level 7. Level 8. Level 9. 200 machen wir auch. Wow, jetzt kommt eine andere Grafik. Talrashas Autorität. So, Level 10. Cool. So, was haben wir hier?
Mehr Widerstand. Mehr Leben. Rüstungsdurchschlag machen wir auch. Level 5. Level 6. Level 7. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir hier noch? Auch noch mal mehr Schaden und mehr Leben. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Ebenfalls Beharrlichkeit. So, können wir noch einen machen? Ja, hier. Mehr Potenzial. Das wäre vielleicht sogar noch wichtiger gewesen. Egal. So, jetzt haben wir noch die Grünen. Mehr Leben und mehr Rüstung. Ja, dann machen wir uns erstmal mehr Leben. Und jetzt machen wir uns noch mehr Rüstung. Dann schauen wir uns nachher mal die Kampfbewertung an. Ich glaube, das war es jetzt schon. 150, 130. Oh, hier geht's noch. Widerstand. Einen können wir noch machen. So, jetzt haben wir alles erledigt und wir schauen uns an, wie die Kampfbewertung gestiegen ist. Hä? Wieso ist sie immer noch auf 1996? Das verstehe ich nicht. Naja, vielleicht muss ich hier erst rausgehen. Ich habe gedacht, durch mehr Schaden und mehr Leben und so weiter, mehr Rüstung. Mehr Widerstand. Na, scheint doch gewirkt zu haben. Jetzt gucken wir noch mal rein. Nee, immer noch 1996. Das ist ja merkwürdig. Ja, die Berechnung der Kampfwertung habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber das ist jetzt auch egal. Also ihr habt es auf jeden Fall gesehen, dass wir hier alles durchgespielt haben. Und ja, ich müsste jetzt auch wesentlich stärker sein. Ja, damit verabschiede ich mich von euch und hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich sage ciao, bis bald, euer Quantus.